FCB-Trainer Guillermo Apascal reist mit einer jungen Mannschaft zu einem Benefizspiel in Deutschland. Es geht schief. Hoppla! Der FCB kassiert in einem Testspiel in der Länderspielpause eine böse 1:6 Klatsche gegen Karlsruhe. In der letzten Viertelstunde kommen die Basler richtiggehend unter die Räder. Die Deutschen aus der zweiten Bundesliga schießen in der 75., 78., 82. und 86. Minute noch 4 Tore und beglücken die 3000 Fans, die zu diesem Benefizspiel für in der Ukraine tätigen Hilfswerke gekommen sind. Klar, dem FCB fehlt eine ganze Reihe von Nationalspielern. So nominiert Trainer Guillermo Apascal für den Trip über die Grenze die halbe U21-Mannschaft. Mit dem erst 17-jährigen Sombor Gruber erzielt denn auch einer der Youngster in der 22. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zur Pause ist Karlsruhe 2:1 in Führung. Und 15 Minuten vor Schluss ist es dann um die junge Basler Elf geschehen,